ohne schleimig und dann willkommen zu einer kleinen Runde Auxerre. Taliban entführte Tanklastwagen. Ich glaube, da hat jemand nicht wirklich viel Ahnung, wie man die CSU schreibt. Und dann schleim ich dann willkommen zu einer weiteren Folge Lost in Translation und zwar heute mal mit dem lieben Scholle. Hallo. Okay, ich würde mal sagen, wir fangen auch direkt an. Wie immer, wer noch nicht so ganz mit dem Format vertraut ist, kann gerne nochmal hier irgendwo klicken. Da ist nochmal die erste Folge verlinkt. Und ansonsten würde ich mal sagen, wir fangen auch direkt an. Denn ich würde dir einfach mal traditionsgemäß einfach den Vortritt lassen als genau. Gast. Genau, okay. Okay, gerne dann doch. Lese am besten direkt schon mal vor. Gut, das nehme ich an. Und das sage ich dann. Willkommen zum ersten Games auf die Idee. Mir klar, dass sich das bis zum Abend und durch die Stadt dadurch ist... Aber dem Pulli-Video ein paar Ausschnitte des Tages zeigen. Was gesucht, was ist passiert. Sie können und was wir gemacht haben, die betroffene Abend und so. Und ich würde sagen, dass wir durch die Straßen. Was? So, was, Alter? Ja, wir ziehen durch die Straßen. Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Keine Ahnung, was das sein soll. Junge, Wirklich keine Ahnung? Ich hab gedacht, das ist einfach. Du hast gedacht, das ist einfach, Alter. Ja. Da kam jetzt, soweit ich weiß, kein Schlüsselwort drin vor. Es ist vielleicht, ich muss sagen, es ist Lost Heights 1 kann es nicht gewesen sein. Lost Heights 2 kann es gewesen sein. Das könnte auf jeden Fall eine Möglichkeit sein. Andererseits kann es auch die Laberrunde, alles, was mir jetzt wichtig ist, gewesen sein. Nee, du bist ganz falsch. Da werde ich einfach mal sagen, ich nehme einfach mal Rode Procaster, neues Mikrofon. Das wäre nämlich noch eins, was ich vielleicht denken könnte. Der Gamescom Block 1 war das. Das war der Gamescom Block 1? Ja. Ich würde mal sagen, ich lese dann einfach mal das erste von dir vor. 7 Revier. Wenn diese Folge Mandel weiter Ben Ali nicht mehr. Ich würde mich wieder Zwist. Und das haben seine 30. Hier 30%. 30 Euro. Ein Opfersalat bleibt lacht. Hallo ihr. Besten liebt Gesundheit. Erklärt weltweit agieren und dabei auch, dass der Preis Versailles, er hat aufgegeben in Jahr, in der Geschichte, wer eine alte Bekannte der Inhaber. Hä? Das war, ist ziemlich schwierig, also... Hä, da kam mir überhaupt kein Wort vor, was mir bekannt vorkam. Oh Gott, es wird toll, diese Folge. Ja, ich sehe schon, wir raten einfach nichts. Also das klang für mich alles ziemlich so mystisch, hat sich nach Lost Heights angehört. Sagen wir mal so, ist nicht wirklich mystisch. Ich würde jetzt einfach mal vielleicht auf die Hashtag Quatschrunde tippen. Nee, ist es leider nicht. Es ist tatsächlich Spy-By, Dena, der PvP. Was? Was? Late Night 13. Was hat das mit Mandeln zu tun? Ja, frag mich nicht. Du kannst mit deiner zweiten Runde einfach okay, anfangen. Mach dich gefasst, das wird legendär. Die Ohren Detmold, brav Stopfenheim, Kopf. Weiter. Pforte Wasser oder Sofa? Ich war auf dem Weg zur die Wahl, ob ich irgendwo dort Billiarden. Sie war eigentlich dahinter, White. Ließ er trat nicht mehr. Da ich hab aber auch geguckt. Und neulich haben wir bestimmt weiter mal, dass auf einmal so eine riesige im SUC debattiert. Was? Wer debattiert im SUC? Ich glaube, da hat jemand nicht wirklich viel Ahnung, wie man die CSU schreibt. Oh Gott, Alter. Es kam ziemlich viel Politikzeug vor, muss man sagen. Nee, das Video hat aber nicht damit zu tun. Ja, ne, ich habe ja nicht so viele Politikvideos auf meinem Channel, also ja, eigentlich ist alles voll davon. Es kam halt schon teilweise ein bisschen strangere Begriffe vor, wenn man so will. Es gibt nur ein Format, in dem ich sehr strange Begriffe verwende. Ich würde fast sagen, es ist irgendwas von Lost Heights vielleicht. Es ist tatsächlich eine Folge von Lost Heights, ja. Das habe ich schon fast vermutet. Und ich würde sagen, einfach wo ich nämlich so geredet habe, ich denke, es könnte Lost Heights 2 gewesen sein. Knapp daneben. Dann war es Lost Heights 3 wahrscheinlich, ne? Ja, Lost Heights 3. Oh, das ist blöd, okay. Wollen wir vielleicht so machen, irgendwie so einen halben Punkt oder so, oder machen wir das aber nicht? Ja, wir machen einen halben Punkt, weil man weiß jetzt nicht, weil das nächste, was ich habe, ist jetzt auch nicht gerade einfach, wenn dann einer gar keinen Punkt hat. Dann, oder? Klar, dann also sagen wir es mal einfach, einen halben Punkt und wenn man dann so beim zweiten Versuch so irgendwie noch schafft, dann kann man gerne auch noch einen halben, so einen Trostpunkt vergeben. Ja. Ne? Dann kommt das zweite Video, ist auch nicht gerade einfach, aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Rupprecht. Xabi.
Alonso, Full, Meo. Und es war kalt. Der Kassenstand von Albers in 30 Jahren. Ist das ein Verlassener? Ja, ich bin verwirrt. Unsere Schule ist wiedergekommen und draußen regnet es zunächst auf einen Stellenabbau. Und draußen regnet es, aber es sind meine Frau, die somit nach Russland musste und zuletzt einen harten Euro pro MB. Was? Ja. Also ich bin verwirrt ziemlich bekannt vor. Du kannst ja auch mal überlegen, vielleicht hast du deine Frau irgendwo nach Russland mitgenommen. Weiß ich nicht. Irgendwas mit Regen vielleicht auch. Ja, genau. Dann vielleicht Lost halt. Ich gebe jetzt einfach mal den Tipp ab, das kackt die Wand an Video. Nee, ist es nicht. Du hast in dem Video tatsächlich was gesagt, dass es regnet sozusagen halt. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Ist das die #Quatschrunde? Das ist die #Quatschrunde, ja. Ja, wirklich? Ja, das ist die. Alter, du hast irgendwie gesagt, yo, es regnet so, draußen. Stimmt. Und ja, da habe ich ja gesagt, es regnet und deswegen muss ich den Vlog drin machen. Ja, genau. Oh, stimmt, so. Ja. Oh, wieso bin ich da drauf nicht gekommen? Ich würde mal sagen, das gibt immer noch einen halben Punkt, weil ja, okay. Ging noch so, ne? Das heißt, es steht jetzt 0,5 zu 0,5. Alter, es gab noch keine Runde, wo wir so wenig erraten haben. Dann liest du doch mal dein zweites vor. Okay. Ohne schleimig und dann willkommen zu einer kleinen Runde Auxerre. Die Oberwilizer, nicht weiß Ager Bungie Osterberg, aber über mein ersten Video hat unsicher, bleibe auch mal, weil ich heute sowieso keine Zeit, aber normal Siegel zu gutieren. So wurde ich gar nicht vermutlich, weil ja war schon mal anzuspielen. Währenddessen kann ja auch mal um eine Lösung durch ihre Gedachte würden du dich wohl aktivieren. Der Anfang, der war so genial, Alter. So, hallo und willkommen zu einer Runde Oxer. Ich denke, das war Kreise 2.0. Ja, genau. Das war ziemlich relativ, einfach der Anfang. Relativ easy, ja. Also 1,5 zu 0,5. Ja, da habe ich leider verloren. Nein, noch nicht tatsächlich. Du kannst noch auf einen Gleichstand rausreißen, weil ich kann doch eine Sache vorlesen und wenn du die jetzt errätst, dann hättest du Gleichstand. Okay, dann leg mal. Das ist spannend, okay. Alle bereit. Sollte erleichtert, habe sich Katar möglich auch bei der Feuerwehr die Loben muss erklären. APA Magdeburg DAPD. Die 4 Jahre Haft beantragt die Premiere. Daher alles klar. Madrid hatte da gelebt. Bild nach 4 Jahren Haft. Ein, weil sie so wollen. Für mehr als weiteres Highlight würden die Taliban entführte Tanklastwagen. Was? Schade. Wenn das jetzt wirklich angewendet wird. Ja, also es war wirklich, das ist wirklich nicht einfach. Das letzte Video ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig. Es könnte eine Late Night sein. Es könnte noch die Late Night mit Logo sein. Und es könnte vielleicht das Tutorial sein, was ich letztes hochgeladen habe. Sagen wir es mal so, mit deinen Vermutungen, die du jetzt hattest, lagst du nicht falsch. Ich sag das Tutorial. Nee, leider nicht richtig. Du könntest aber noch einen halben Punkt vielleicht kriegen. Dann war es ziemlich knapp. Also du hast noch an der Möglichkeit, vielleicht noch einen halben Punkt rauszuholen. Ja, dann würde ich auf die Late Night mit Logo tippen. Ja, genau, das wär's. Ah, scheiße. Hätte ich mich auch für die entschieden. War auf jeden Fall eine sehr coole Runde. Es waren auf jeden Fall auch cool. Richtig, richtig coole Untertitel diesmal dabei. Und wir haben diesmal einfach nichts erraten. Das war, also wirklich sowas haben wir echt noch nicht. Es war wirklich eine schwere Folge, das stimmt. Es war eine sehr schwere Folge. Ich bin jetzt mal gespannt, ob irgendwelche Leute jetzt sagen, yo, Chris, du kennst deine Videos gar nicht. Die hätte selbst ich alle 3 erraten. Aber bin mal gespannt. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, falls ihr irgendwas von mir erraten hättet. Oder falls ihr sogar Zuschauer beim Scholle seid, was ich jetzt nicht glaube. Dann könnt ihr auch gerne mal schreiben, ob ihr auch Scholles Videos erraten habt. Und wenn nicht, dann schaut gerne mal beim Scholle vorbei, denn der macht da sehr coole Videos, vor allem Late Night, finde ich. Genau, Late Night mit Logos, Tutorials, #Quatschrunden, alles war dabei, Leute. Ja, willst du noch ein bisschen mehr Werbung machen vielleicht? Ja, ihr könnt mir noch auf Twitter folgen, dann auf Instagram auch noch. Okay, ich würde mal sagen, das war es dann erstmal mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und ansonsten bis dann, bleibt schleimig und so und tschüss. Haut rein, tschüss, Produktplatzierung oben in der Ecke.
jetzt muss ich wirklich eine Produktplatzierung einblenden. Ah. Okay, ich beende mal die Aufnahme. Opfer.